Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? Fuck. Shepard! Nein, das kann nicht sein. Oh, yes! Ist das ein Held? Das ist ein Held. Ist ja noch mal gut gegangen. Und jetzt? Ambassador, Captain, Commander Shepard. We have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice. And we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. You saved not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? Oh Gott, Anderson oder Odina im Council? It's not up to me, oder? Let the politicians figure this one out. I agree with the Commander. This is too important to rush into. Of course, Ambassador. We will welcome your candidates with open arms, whomever they may be. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era. For both humanity and the Council. Die Reaper sind nicht besiegt, das war nur einer, ne? Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Huh. Du hast keinen Bock auf Politik, Shepard, oder? Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space. Na, passiert noch irgendwas? Auf jeden Fall sind wir ein leuchtender Held, würde ich mal behaupten. Ah, so, das scheint's gewesen zu sein. Also ist dies das Ende von Let's Play Mass Effect. Ja, das Spiel hat mir mal wieder enorm viel Spaß bereitet. Auch wenn ich mich persönlich schon etwas mehr auf Mass Effect 2 freue, weil kampftechnisch finde ich den zweiten Teil noch besser irgendwie. Ausgereifter, interessant. Aber erstmal zu diesem Spiel. Großartige Story, geniales, ausgearbeitetes Universum. Die Qualität der Schnitte, der Kamera, der ganzen Action an sich ist hervorragend. Und
hat einfach nur jede Menge Spaß gemacht. Wirklich. Ich bin froh, dass BioWare diese Spielreihe erschaffen hat und damit haben sie ja wirklich ein tolles, großartiges Universum erschaffen. Ja, zu meinen Plänen. Ja, jetzt sehr kurzfristig hier nach diesem Ende werde ich ein neues Let's Play starten. Und wie ich schon letztens in einer der Bulletins angekündigt habe, ist es kein Spiel, das auf der Liste der geplanten steht. Lasst euch einfach überraschen. Es ist was Besonderes. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr lange schon sehr, sehr doll gefreut habe. Und ja, es wird ein interessantes Spiel. Da gehe ich mal ganz, ganz stark von aus. Und ich denke, es wird auch euch gefallen. Ich gehe mal einfach von aus. Ja, gleichzeitig ist Monkey Island ja jetzt auch gerade durch und da geht's wohl auch dann noch weiter, aber da erzähle ich euch bei dem Ende. Ja, ansonsten fällt mir ehrlich gesagt gar nichts mehr ein, außer hiermit ist mein allererstes Let's Play, das ich begonnen habe, damals abgeschlossen und wow, das waren jetzt nur, naja, nicht mal ganz 50 Parts und ich muss sagen, das ist schon echt eine Menge Zeit, die jetzt vergangen ist seitdem. Das ist schon beeindruckend und wenn ich mir jetzt bedenke, dass ich einige Spiele noch viel länger spielen werde in Zukunft, noch ausführlicher. Das ist das Einzige, was mir jetzt ein bisschen leid tut. Aber ich wollte Mass Effect mehr oder weniger wirklich nur die Stories zeigen. Und in Mass Effect 2 werde ich aber auch zum Beispiel wirklich jede Nebenmission machen. Weil dort sind es auch nicht so solche, die jetzt, ich sage mal, sehr generisch wirken. Nicht besonders ausgearbeitet. Nichts super Tolles. In Mass Effect 2 hingegen ist jede einzelne Nebenmission wirklich teilweise sogar starke Story-Bestandteile und sind auch interessant und spielen sich auch interessant. Und ja, von daher werde ich da auf jeden Fall deutlich mehr zeigen. Eigentlich, ich versuche alles zu zeigen aus dem zweiten Teil. Und bei anderen Spielen, großen Rollenspielen, werde ich es in Zukunft auch so machen. Ich werde möglichst viel zeigen, von dem ich weiß und von dem ich auch denke, es ist interessant. Ich zeige nicht alles. Also, okay, ich werde sehen. Ihr werdet es auch sehen. Ja. Ich glaube, das war meine Botschaft für das Ende von Mass Effect 1 und genießt noch ein bisschen hier die Credits und die Musik und wir sehen uns wieder, wenn's heißt Let's Play. Entschuldigung, das Mikrofon ist gerade kaputt gegangen. Was für ein Zufall. Ja, mein Name ist Alex. Bis dann.